Es bleibt spannend. In dem Jahrhundertmatch, möchte ich fast sagen, und der jetzt 13. Partie gegen Großmeister Jan Gustafsson, 16.000er Elo gegen 1.000er Elo. Werde ich es schaffen, in 1.000 Spielen auch nur einmal, vielleicht aus Versehen, die richtigen Züge in der Reihenfolge zu treffen, dass sie den Großmeister ins Wankeln bringt? Bislang hat es nicht geklappt. 12-0 die Führung. Aber ich bin ja ein optimistischer Mensch und deshalb starten wir jetzt in Partie Nummer 13. Ich habe letzte Partie, das geht mir immer noch nicht aus dem Kopf. Na egal, ich muss abschütteln. Das ist wie beim Tennis, du darfst nicht mehr Gedanken an die letzte Partie verschwenden. Müsste man sofort abschütteln. Das ist ein Mental. Schach ist auch ein Spiel, wo es enorm um Mentalität geht. Und das ist ja bei mir die große Stärke. Mentalität. Ich glaube, da kann ich Jan. Ich weiß vielleicht nicht mehr über Schacheröffnung oder kann ich mehr Züge vorausdenken als er. Aber Mentalität. Machen wir das so, dann blockieren wir uns zusätzlich, dann würde ich sowas hier machen. Kann er jetzt da reinrauschen und Schach geben? Dann könnte ich so die Dame unter Druck setzen. Ja, mal gucken, wird er nicht machen. Mal gucken, was er macht, wenn er schlägt. Könnte ich zurückschlagen mit Springer oder Läufer? Springer oder Bauer? Da weiß ich nicht genau, was besser ist. Bauer würde hier natürlich die gesamte E-Linie öffnen. Eigentlich wollte ich ja hier fianchettieren, heißt es so? Fianchetto? Jetzt holt er den Springer raus, greift hier zweimal an. Ich habe zwar zweimal verteidigt, aber ist das so geil? So war es eine Idee. Kommt zu spät. Er schlägt. Ich schlag. Er schlägt. Ich mach weiter mit meiner Rochade, ganz ehrlich. Da mache ich weiter. Ich habe mir gesagt, ich lasse mich jetzt nicht von irgendwelchen Eröffnungstricks irritieren. Was ist das? Ganz schön aggressiv, wie er da seine Figuren entwickelt. Leute.
Leute. Den Braten hat er gerochen. Ich wollte nämlich hier den Springer spielen. Ich weiß, Springer am Rand, aber wollte hier den mal befragen, wie Jan immer sagt. Und dann wäre hier die Linie frei gewesen. Aber natürlich wieder brillanter Schachzug. Wer hätte es gedacht vom Großmeister, der sowohl den als auch den direkt deckt und damit meinen gesamten Plan zunichte macht. Es ist nicht leicht. Aber ich denke mal, ich gehe nach vorne, er schlägt, ich schlag, er schlägt. Ich spring, er schlägt, ich schlag. Und dann weiß ich nicht, wie das Board aussieht, weil ich mir das nicht mehr visualisieren kann. Und dann... Den Schlag... Er schlägt... Das ist doch alles scheiße. Ich glaube, das ist trotzdem der beste Zug. Aber ich bin nicht sicher, weil dann ist der nicht mehr von dem Springer gedeckt. Ja, Springer am Rand bringt Kummer und Schand. Ich weiß, aber es gibt halt auch Situationen, wo man ab und zu mal den Springer machen muss. Wir zwingen hier den Läufer, eine Entscheidung zu treffen. Da könnte ich abtauschen. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit. Da schlage ich ihn. Was ist hier? Da könnte er auch hin. Meine Dame angreifen. Scheiße. Ja, okay. Verstehe ich. Wenn ich... Den davor... Den da mache, er geht dahin, dann kann ich nicht mehr rochieren. Stimmt's? Dann könnte ich mit dem Springer aber wieder Stress machen, wenn er dahin geht. Was habe ich mir denn gerade überlegt, was ich dann mache? Ach ja, nee. Hä? Ich nehme Remis gegen dich, Jan. Denk dir was Besseres aus. Wir wiederholen hier dreimal die Züge. Ich nehme Remis gegen Großmeister. Anytime! Ich schlag's ihm direkt vor.
Unentschieden. Lehnte ab. Okay. Versuch was werden. Komm. Spielen wir Remis. Ich werde es mein ganzes Leben lang erzählen. Ich habe schon mal unentschieden gegen Großmeister gespielt. Fuck you, hier, komm. Was machst du jetzt? Dann tausch ab. Ja. Das ist ein kleiner Sieg! Das ist ein kleiner Sieg! Den wollt ihr nicht abtauschen! Das ist ein kleiner Sieg! Da will ich mir das Video angucken! Das ist ein kleiner Sieg! Jetzt ist er pisst! Jetzt wird er mich vernichten, aber das ist ein kleiner Sieg! Das ist noch nicht Remis übrigens. Aber er wollte den nicht abtauschen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das fuckt ihn doch bestimmt irgendwie ab. Jetzt kommt irgendein dummer Move, den er... Jetzt habe ich ihn mal... Jetzt wird er mich hier wegpimmeln. Aber ganz ehrlich, das ist für mich der größte Sieg, den ich jemals mir schon... zumindest in diesen 13 Partien... Den wollte er. Niemals wollte er den abtauschen. Niemals wollte er das. Niemals. Niemals. Das hat ihm richtig schön gefallen, der Läufer da, mit dem er mich da terrorisieren wollte und die Rochade unterbrechen. Nee. Was hat er gemacht? Siehst du, jetzt ist er nämlich sauer. Jetzt macht er ernst. Ist mir egal. Okay. Wenn ich den zurückschlage, was ist dann? Was ist, wenn ich den zurückschlage, er schlägt, ich schlag. Wenn ich jetzt schlag, ich schlag, er schlägt. Er kann nicht schlagen, wegen der Dame. Wo ist der Denkfehler? Warum macht er das? Er will, dass ich den schlage, aber warum? Es kann nur irgendwas hier mit dieser Linie zu tun haben. Ich schlag den. Er kann mit dem Springer nicht zurückschlagen, weil ich dann mit der Dame nehme. Wo ist der Denkfehler? Ich schlag. Er kommt. Fuck it, komm in den Find Out. Ich muss es einfach rausfinden. Ich muss diese Erfahrung sammeln. Ich weiß nicht, was er vorhat. Irgendwas wird er vorhaben. Er opfert mir nicht einfach da einen Bauern. Irgendwas ist da. Ich schätze mal, irgendwas sieht er hier. Vielleicht schiebt er jetzt die Dame. Den Läufer? Why? Ich hoch hier. Ist mir zu heikel hier, die Scheiße. Ist mir zu heiß. Wo ist... Was ist denn, wenn ich hier jetzt mal so ein Loch reinreiße? Ich schlag da, er schlägt. Schach kann ich ja nicht geben. Wo machen wir den Läufer hin? Der Zug bringt mir jetzt noch nicht so viel, aber zum einen versuche ich natürlich auch ein bisschen mal was anderes zu machen und nicht die Standardzüge, mit denen er rechnet. Zum anderen
will ich so langsam meine starken Einheiten mehr auf die Königshälfte verlagern. Ob mir das abschließend gelingt, kann ich noch nicht sagen. Ich dahin gehe, geht er dahin, dann kann ich auch nichts machen. Mach ich so. Großmeister überraschen wird schwierig, das ist richtig. Es ist sogar nahezu unmöglich. Allerdings, es ist wie beim Pokern. Wenn Pokerspieler gegen Neulinge spielen, also Pokerprofis, dann fällt es ihnen schwerer einzuschätzen, was die spielen. Was macht er denn jetzt? Was soll denn diese verrückte Attacke? Das Feld finde ich interessant. Würde den hier angreifen, wenn der nicht wäre. Aber vielleicht kriege ich den dann noch weg. Aber wie? Wie kriege ich dich da weg? Der hängt ein bisschen, aber wie kriege ich den angegriffen, ist die Frage. Scheiße. Den habe ich nicht bewacht. Wenn ich den vorschiebe, er schlägt. Nee, das wäre ja richtig dumm, dann verliere ich den. Zwei Minuten 38. Ach du Scheiße, ich habe zu lange nachgedacht, ey. Der Turm ist geschützt, der ist geschützt. Allerdings muss ich jetzt hier aufpassen. Ich darf die Dame...
ist momentan das Einzige, was diesen Springer schützt vor der Dame. Oha. Was macht er jetzt? Wahrscheinlich dumm, den Läufer herzugeben. Da habe ich keinen Läufer mehr. Scheiße, klaut mir hier eine Figur nach der anderen. Was soll denn das? Es ist einfach keine Lücke in diesem. Er bietet nichts an. Er bietet absolut nichts an. Welches Feld sieht er? Wo sieht er was? Irgendwas sieht er. Das ist so krass, diese beiden, wie die das Zentrum einfach die ganze Zeit verteidigen und er einfach seine Figuren immer irgendwie, nee, da nicht, aber so im Dunstkreis da drum reinballert. Das ist einfach schon beeindruckend. Wie mir auch überhaupt nichts einfällt, um das zu penetrieren. Ich will ja eigentlich nicht noch mehr abtauschen. Aber mir fällt absolut nichts ein, ehrlich gesagt. Es ist super tight. Ich sehe überhaupt keine Lücken irgendwie. Ich weiß nicht, wie man da. Alles ist abgesichert bei ihm, alle Figuren sind verteidigt. Jetzt schickt er hier natürlich, macht er weiter Stress.
Ach nee, der Springer bewacht den ja. Stimmt, oh ja. Snackt sich noch ein Bauern, ey. Oh, er denkt nach zur Abwechslung. Oh, Scheiße, Turm, tschüss, Turm-Situation. Da ist der Blunder. Da hält die Konzentration nicht durch für 10 Minuten plus 10 Inkrement. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Alles ist doch Scheiße. Das habe ich nicht bedacht. Scheiße. Das war der dumme Zug, mit dem, den habe ich extra, die Dame habe ich extra runtergestellt, um den Turm zu bewachen. Und dann habe ich vergessen, dass die ja den Auftrag hatte, den Turm zu bewachen. Und durch dieses enge Maschennest an da kommst du einfach nicht durch, Alter! The fuck? Ja, okay. Hey, hart gefightet. Du hast das längste Match bislang. Stark gespielt von Eddie. Wir gehen in die Analyse dieser. Oh, bleib mal wieder was machen. Okay, ganz kurz, ja. Ich hatte das Gefühl, Dekunant, zwischenzeitlich, drei, da hätte es Züge gegeben, die mir Vorteile gebracht hätten. Ist auch komisch, das jetzt aus der umgedrehten Perspektive zu sehen. Ich wollte ihn aber nicht sehen, nee, wollte ihn nicht sehen, den Chat. Na gut. Bauer nach D5, Bauer nach D4, alles normal. Springer F6, Bauer nach G3 kann man machen. Hat Magnus Carlsen im WM-Match gegen Jan Nepomniachtchi gespielt. Wir haben es einmal als Überraschung vorbereitet gegen Nepomniachtchi. Aber es ist nicht der aggressivste Zug. Der typische Zug, um hier mehr Druck zu machen aufs Zentrum, ist Bauer nach C4. Das gute alte Damengambit mit Springer F3 und Springer F6 eingeschaltet. Schwarz spielt E6 oder C6, das übliche. Aber Bauer nach G3, kein Fehler. Bauer nach C5, der aggressivste Zug, gibt andere Möglichkeiten. Hier, Computer zeigt auch Lauf nach F5. Bauer nach E6 hat Nepomniachtchi gespielt, kann man natürlich auch machen. Aber Bauer nach C5. Fällt mir persönlich am besten. Hier Bauer nach C4. Glaub nicht alles. Ich mache Leon lauter, ja. Stockfisch sagt, wenn man ihn da länger drüber nachdenken lässt, dann ändert sich das. Also die Hauptvariante, meiner Meinung nach, ist Lauf nach G2, C schlicht D. Und jetzt kurze Rochade, aber es ist schon recht subtiles Zeug. Ich spiele E3, das schwächt ein bisschen die weißen Felder. Wie gesagt, kein grober Fehler, wir haben auch gelernt, man soll das Zentrum hier stärken. Aber E3 in Kombination mit G3 ist halt eine leichte Schwächung. Das habe ich hier nicht gemacht. Trotzdem. Alles
nichts Ernstes, Springer nach C6, Läufer nach G2 war gut. Zeigt mehrere Möglichkeiten. Ich habe, was habe ich gemacht, Läufer rausgezogen, Läufer nach F5. Jetzt hatte ich ja schon erzählt, hier kurze Rochade ist besser als Springer nach C3. Zum einen, weil Springer nach C3 mir eine taktische Chance gibt, zum anderen, weil man diese Struktur meist den Springer gar auf C3 haben will. Schon gar nicht so früh. Also hier erstmal König sich halt bringen, wäre besser gewesen. Aber wie man es macht, wenn ich nicht Springer 3 rausfahre, kriege ich einen Anschiss, dass ich meine Figur nicht entwickle. Relativ advanced, hier kann man auch versuchen, die Figuren normal zu entwickeln. So B3, Läufer B2 und dann mal schauen. Springer nach C3, wie gesagt, passt hier nicht so gut rein. Ich hätte versuchen können, es zu bestrafen mit Springer nach B4. Ich war mir nicht ganz sicher, wie gut es ist. Springer nach B4, nach kurzer Rochade. Okay, Computer sei auch, ist nichts Besonderes. Läufer schlicht C2 und Dame nach D2. Ja, ist nur Ausgleich. Also Schwarz gewinnt einen Bauern, aber die schwarzen Figuren verknoten sich ein bisschen. Und ich wollte auch nicht zu früh hier Infight machen. Normalerweise ist es halt keine gute Idee, mit dem Springer zweimal zu ziehen in der Eröffnung. Das habe ich Bauern nach E6 gemacht. Okay, wird auch gut gehalten. Gut geheißen vom Kompi. Hier war immer noch der normale Zug, kurz Rochade. Jetzt steht Schwarz ein bisschen besser, weil dieser Springer halt schlecht steht. Aber Etienne spielt den Springer nach H4. Greift mein Läufer hier an. Gute Idee, es gibt ähnliche Varianten. Sorry, kurzer Exkurs, wo das typisch ist. Zum Beispiel hier nach Springer F3, D5, D4, Springer F6, C4, C6, E3, Läufer F5. Eine ganz ähnliche Variante. Nova ist weiß halt nicht G3 gespielt hat. Springer C3, E6. Springer nach H4, das ist eine absolute Theorie-Hauptvariante. Und der Unterschied ist hier, ich weiß nicht, ob ich euch sehr verwehre mit dieser Variante, das kann schon sein, dass, wenn ich jetzt Läufer nach G4 spiele, dieser Läufer hier gejagt werden kann. So, 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 so und so. Und dann doch gegen den Springer getauscht werden muss. Merkt euch das bitte, was in okay? Was Partie nicht der Fall war. So, merkt euch das. Ende, nur um zu sagen, Springer H4 ist kein Quatschzug, sondern durchaus eine typische Idee. Funktioniert nur in dieser Stellung nicht so gut. Und wenn man sich nicht sicher ist, dann im Zweifelsfall lieber nicht. Springer an Rand. Bringt Kummer und Schand, dies, das, jenes. Läufer nach G4. Bester Zug für mich, weil der Läufer sonst nirgends hin kann. Hier würde er geschlagen werden. Hier würde er wahrscheinlich auch geschlagen werden. Also Läufer nach G4. Und jetzt, wenn Weiß versucht, diesen Läufer zu jagen mit Bauer nach F3, Läufer nach H5, dann kann er hier eben nicht Bauer nach G4 spielen. Weil jetzt ist ein kleiner Trick ab. Springer schlägt G4. Die Dame greift aus der Ferne den Springer auf H4 an. So, das hat ja nicht funktioniert. Deshalb überlebt der Läufer jetzt und Schwarz steht besser. Er spielt auf einer F3, blockt den Angriff. Ich hätte hier tauschen können, aber auf einer H3 gefiel mir besser. Es verhindert die kurze Rochade und Weiß hat nichts Besseres als Läufer G2. Jetzt mein lustiger Scherz, einmal die Züge zu wiederholen. Im Schach, wenn man dreimal die gleiche Stellung auf dem Brett hat, dann ist es unentschieden. Würde der Server ja auch automatisch unentschieden machen. Also bei solchen lustigen Scherzen sollte man sehr, sehr vorsichtig sein, das nicht zu häufig zu machen. Objektiv der beste Zug ist schlagen, habe ich auch gleich gemacht, weil ich dachte, einmal wiederholen wir hier, um mit seinen Gefühlen zu spielen. Ach, du mieses Schwein. Ist tatsächlich eine Weisheit, die in vielen Schachlehrbüchern, eins meiner Lieblingsschachbücher, Cheryshevsky, Endgame Strategy, das ist predigt. So ein mieses Schwein. Immer im Zweifelsfall einmal ich dachte, er ist völlig verzweifelt, dass er kurz vor Remis steht. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Denn häufig macht man es dem Gegner auch leicht, irgendwie schnell einen Zug zu machen und sagt, ja, okay, was hast du jetzt dabei gedacht? Aber es ist eine Weisheit, die viel gelehrt wird. Diese einmal in die Stellung wiederholen. Läufer nach G2. Wer es jetzt nochmal gemacht hätte, dann hätte man nach Läufer nach F3 dreimal gleich Stellung. Das wäre irgendwie. Also höchste Zeit abzuweichen. Deshalb tausche ich jetzt die Läufer. Läufer schlägt, Springer schlägt. C schlägt D, E schlägt D. Läufer E7 gefällt Kompi nicht. Wieso habe ich so ein, habt ihr auch ein leichtes D4. Echo bei Jan? Kann sein, Kompi. Kompi will ja schlagen, Läufer gegen Springer und dann die geschwächten Bauern angreifen. Okay. Läufer nach E7, kurze Rochade, gut gespielt. Kurze Rochade, gut gespielt. Springer E2, auch gut gespielt. Hier Bauer nach B5, der Minoritätsangriff, hatte ich ja erzählt, beim Spielen. Typische Idee für diese Karlsbader Struktur. Das heißt wirklich so, nicht ausgedacht diesmal den Namen. Wenn Weiß hier versucht, sein Zentrum zu stärken mit C3, das kam ja, dann kann man hier Bauern nach B4 spielen und ihn zwingen, trotzdem eine Schwäche in Kauf. Wer tausche ich hier und dieser Bauer wird schwach oder er tauscht, wenn er hier schlägt, so kann er. So einen leichten Hall. Dann ist dieser Bauer schwach. Also deshalb ist der Minoritätsangriff so effektiv. Er führt immer zu einer Schwäche im Feindeslager. Schau nach B1, war okay. Ich habe getauscht, Bauer schlägt, Dame A5. Schön gespielt, Jan. Greift den Bauern an. Den habe ich überhaupt nicht umgeschaut. Aber F4 gefiel mir eigentlich auch gut.
Weil es verhindert, dass ich hier dieses Feld unter Kontrolle nehme. Ich hätte als nächstes, gut, entweder den Born geschlagen oder Turm nach B8 gespielt. Und Läufer F4 verhindert Turm nach B8. Erlaubt mir allerdings, den Born zu schlagen. Hier habe ich ein bisschen gerechnet, dass der Dame da nichts Schlimmes passiert. Ich glaube, ich hatte recht und ihr passiert nichts Schlimmes. Und dann in so einer ruhigen Stellung, wenn wir die Figuren schon draußen haben, dann kann es sich lohnen, so einen Bauern zu schlagen. Wenn wir die Figuren noch nicht entwickelt haben, König in der Mitte ist, ist meistens keine gute Idee, mit der Dame auf Bauernjagd zu gehen. Aber hier, wo alles schon entwickelt ist, da lohnt es sich ein bisschen drüber nachzudenken. Und ich habe nicht gesehen, was passieren soll. Ja, ist fix. Danke, Nicola. Also, ich weggenommen. Was ich gerechnet habe, war so, die Dame hierhin. Und jetzt passiert ihr nichts. Sie kann hier auf Zickzack wegen im Kommen. Turm B1, Dame H6. Den Bauern haben wir für später mehr. Etienne Gade mit dem besten Zug. Dame nach D3. Allgemein viele starke Züge diesmal dabei. Dame nach D3 verbindet die Türme. Und droht jetzt hier mich zu nerven. Deshalb habe ich den Rückzug angetreten. Dame nach A5. Turm nach B5. Hilft mir bei meinem Rückzugsplan. Und ihr seht, jetzt gibt Computer schon großen Vorteil. Jetzt, wo die Dame sicher ist, habe ich halt mir meinen Mehrbauern verdient, der sich auf die Reise begeben wird. Beispiel Läufer E5 versucht hier Druck zu machen. Computer ist ein bisschen harsch mit dem Zug, so schlimm ist nicht. Aber es machte mir das Leben einfacher, hier zu schlagen, Spieler D7. Dadurch wächst mein Vorteil noch. Besser wahrscheinlich Turm nach A1 sofort gewesen. Aber Läufer E5 vielleicht nicht zu sehr kritisieren. Spieler schlägt, Spieler nach D7, greift den Kollegen hier halt an. Und ich dachte, er muss ihn verteidigen mit Bauern F4, was wieder ein bisschen zu Schwächen führt rund um den König. Naja, den F-Bauern, den Schwarze besser, aber trotzdem. Den Bauern im Zweifelsfall behalten. Nach Springer F4 schnappe ich mir den natürlich. Und eigentlich sollte nicht mehr viel anbrennen. Der letzte spannende Moment für mich war nach Springer nach C4, ob er hier schlagen kann. Okay, es bringt auch nichts. Aber vielleicht hätte ich das versucht. Springer E6, F schlägt E6, Dame schlägt E6. Man kriegt nur zwei Bauern für den Springer erstmal. Aber der Bauer auf D5 fällt noch. Und wenigstens öffnet sich die Stellung ein bisschen. Aber ich hatte ja gesagt, ich kann Turm nach F7 spielen, hier den Läufer zu verteidigen. Turm schlägt D5 und jetzt Dame aus dem Weg. Ich wollte hier hin. Aber besser wäre gewesen, nach B6 zu gehen, weil ich hier mit Turm D7 noch nerven kann. Hätte ich vielleicht gesehen. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Also die weiße Lage bleibt schlecht. Aber hier, wo er eh schon zwei Bauern weniger hat und eine schlechte Stellung, kann es manchmal eine Idee sein, dann auf Zock wenigstens den Charakter der Stellung zu ändern. Wie sagt man, in schlechten Stellungen gibt es keine guten Züge. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Auf Zock. Aber hier hätte nichts die Partie gerettet. Ich ziehe sich zurück. Aber jetzt ist meine Stellung relativ leicht zu spielen. Ich habe hier ganz auf Safe nochmal alles überdeckt. Der Läufer erlaubt zu tauschen. Und dieser Computer gibt gnadenlos schon so riesigen Vorteil, weil meine Stellung halt so leicht zu spielen ist, obwohl es nur zwei Bauern mehr sind. Von F4, jetzt kommt der Bauer. Bauer läuft immer weiter. Und hier gibt es für Weiß kein Halten mehr, diese Schwäche. Der Bauer bindet die Türme in der Verteidigung und danach kann ich mich selber hier noch aktivieren. Also hier ist es vorbei. Turm nach C2. Kämpft noch, greift die Dame hier an. Wie gesagt, es ist hoffnungslos. Dame nach G4. Grundsätzlich guter Zug, um hier wenigstens noch ein bisschen Unruhe um meinen König rum zu stiften. Übersieht, dass der Turm angegriffen ist. Ja. Wie gesagt, die Stellung war auf lange Sicht hier chancenlos, also wenn er so spielt. Ich hatte auch nur noch eine Minute auf der Uhr, muss man dazu sagen. Also ich musste auch schnell ziehen. Aber nach Dame nach G4 fällt noch der Turm, dann ist natürlich ganz durch. So, Turm nach B2. Die alte Faustregel, wenn man Material mehr hat, ist okay. Die verbliebenen gegnerischen Figuren abzutauschen, um sie das Leben leichter zu machen. Turm nach C3. Okay, jetzt gewann alles Mögliche. Ich habe hier um mir das Leben so simpel wie möglich zu gestalten. Diesen Abzugsangriff gespielt, dann den Turm zu schlagen. Und Drops ist gelutscht. Ich habe Turm und ein paar Bauern mehr. Der hier läuft wahrscheinlich zur Dame. Das war die 13. Partie. Stark gespielt von Etienne Gade. Ich weiß nicht, ob das die längste Partie bisher war, aber er wird immer besser. Diesmal ganze Eröffnungsphase vollkommen in Ordnung. Also paar Kleinigkeiten, aber wirklich Kleinigkeiten. Bauer nach E3, wahrscheinlich gemacht in Kombination mit Bauer nach G3. Danach über Springer nach C3 kann man streiten, weil er in dieser Struktur meistens nicht dahin gehört. Und Springer nach H4, auch eine richtige Idee, die hier nichts so viel bringt. Aber grundsätzlich völlig okay Partie. Es werden immer
Vollwertige Schachpartien. Vollwertigere Schachpartien. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Okay. Cesar, wie fühlt sich an, als GM nach 13 Partien noch keine gegen den Gardet gewonnen zu haben? Uns bleiben ja noch 900. Ich kann nicht rechnen. 96? Es bleibt spannend, so sieht's aus. Eddie, danke dir. Was steht bei euch noch auf dem Programm? Hier, die coolen Influencer da draußen spielen schon Final Fantasy? Oder wird hier Diablo fisiert? 987 haben wir noch? Nein, ich kann nichts hier. Gibt eine neue Version von Endgame Strategy? Ich weiß nicht, das, was ich gelesen habe, ist vor 25 Jahren. Das ist so weird, mit ihm so zu kommunizieren. Über Chat. Oh, Only Up gegen Matteo sah fürchterlich aus. Das ist so ein Spiel, wo man irgendwie nach oben klettern muss. Ne? Oh. Hm. Matteo hat auch einen Hang zu diesen masochistischen Spielen, ne? Ja, das ist wohl wahr. Aber ganz viel Spaß wünsche ich bei Only Up. Harter Kampf. Ich habe es versucht bis zum Schluss, aber irgendwann hat er mich natürlich so weit. Hab versucht, alles abzudecken und so, aber irgendwann explodiert das Gehirn und machst einen Fehler. Aber okay, es bleibt spannend.